willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es ist wieder für euch euer Lazy. Jawohl. Und wir sind wieder zurück in einer weiteren Folge von... Da hat es einfach nur noch so angefangen, so zu komisch zu kritzeln. Und dann habe ich schon noch dein Ding Ding so gespürt. Und dann war ich auf einmal wieder da. Was bei dir auch mal machen? Was? So. Ich geb dir einen. Jawohl. Philipp Abi, Kuss, geht raus an der Stelle. So, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir wollen... Okay, ich hab Game Sound, cool. Ich hab gerade schon gedacht, ich verkack. Wir müssen uns jetzt zum Polizeirevier begeben. Und ich habe leider immer noch nicht rausgefunden, was jetzt mit den Nebenmissionen ist. Das ist ein bisschen schade. Aber wir sind noch hier... Wir sind hier reingelaufen. Lass mal hier rauslaufen, einfach nur... Ich bin mir voll unsicher wegen dem Game Sound aktuell. Lass uns... Sorry. Polizeirevier. Ah, okay, perfekt, das ist hier. Bin gleich beim Kopfwort Hauptquartier. Auf mal dir! Mein Weg rein und zerschmettere die Kopfwort. Befrei dann mein Baby Blattschein. So, machen wir's. Aufmachen. Ich muss eine Reihe Morde melden, die hier gleich passieren. War klar. Greift er uns jetzt an? Ja, tut er. Okay. Hast du die Kopfwurz ausgelöscht? Hä? Ein Blattschein, was passiert, töte ich deine Familie. Und einen alten Mann, den ich kenne, der als Erdhörnchen als Haustier hat. Habe ich jetzt nur hier keinen Game Sound oder habt ihr den jetzt auch nicht? Ich bin gerade maximal verwirrt. Ich will den Ton da reinstellen, der regelt komplett. Zack, 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 zack. Was ist das für ein Feld jetzt hier? Ich bin gerade, wir hätten den Revolver noch. Laudov hat mir eine Nachricht geschickt, komplett sexy. Mach ja du jetzt da. T-Head, Baby! Hast du jemanden geschickt, um mich zu retten? Ich bin hier! Da hinten. Ah, okay, nice. Aha. Was? Ich hab mal. Ich hoffe, ich hab Game Sound. Warte mal. Ja, okay, nimmt auf. Komisch. Wahrscheinlich gerade ein bisschen Spiel gebacken. Blattschein, stehst nicht auf, Kammerjäger! Nur auf die KDK! Ich werde Terry in deine Milz bringen! Warum fightet die uns? Hast du meine Blattschein gefunden? Das Licht meines Lebens! Den Tumor in meinem Auge! Das habe ich. Das habe ich. Und sie war ganz außer sich vor Freude. Gut. Bring sie zu mir. Dann tauschen wir die Gefangenen. Wenn Tumorhead mitkriegt, dass du Blattschein getötet hast, bin ich dran. Ich habe eine Idee. Schnapp dir ihre Maske. Huch. Hoppala. Was ist denn hier los? Maske. Tumorhead sieht extrem schlecht. Ich nehme an, das liegt am Tumor. Vielleicht können wir sie reinlegen. Wir sehen uns im Versteck. Hey, mach dir nichts aus Blattschein. Die zwei sind verliebt. Ins Morden Unschuldiger. Es sind Monster. Außerdem sind öffentliche Liebesbekundungen ekelhaft. Im Ernst, werdet erwachsen, das will doch niemand sehen. Tumorhead sieht ziemlich schlecht. Wahrscheinlich wegen dem Tumor. Das Spiel. Wieder mal das Spiel und ich finde wieder mal diesen bescheuerten Eingang nicht, weil ich einfach zu doof bin. Jetzt haben wir ihn aber. Aber wieder mal dieses Spiel. Und das ist seit Borderlands 1, im Prinzip seit Tag 1, ist das der Humor des Spiels. Hä? Maul ausschalten, sehr gut. Und
Ich muss sagen, es ist manchmal echt sehr makaber. Es ist manchmal. Nein! Schatz! Bist du hier? Ich rieche dich, Baby! Komm herein! Okay, jetzt setzt einer der Leichen an der Tür Blattscheins Maske auf. Das sollte sie dazu bringen, dich reinzulassen. Jo, ich hab's gewusst, dass die ist, aus irgendeinem Grund. Weil die wahrscheinlich als einziges. Okay. 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 Oh, das gibt einen Boss. Arena ist da. Ich kann mich kaum noch halten. Easy. Blattscheins Trauzeuge. Wo ist die Shotgun? Oh, ich hab nicht nachgeladen, ich dumme. Ey! Hallo! Geht mal weg da! Boah, ich hab. Hau besser ab, sonst tust du dir noch weh. Oh, oh. 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 Mann, du. Fresse. Einfach nur downtriggern, sehr gut. So, perfekt. Okay, weil der hat echt üblichen Schaden gemacht. Also. Fatal ist mein zweiter Vorname. Zane Fatal Flint. Ich bin grad. Wow. Ja, wahrscheinlich. Ich will handliche Kreise. Oh, oh, oh. Oh, lol. Oh, lol, lol, lol. Nein! Oh Gott. Sag mal, ich wünschte, ich hätte sie gezeugt. Witzig und knapp. Oh Gott. Kann man die Kontrolleinstellungen passen nicht mehr? Das kann aber eigentlich nicht sein. Ja, jetzt. Jetzt. Sag mal, hör das nie auf, oder was? Nein! Oh, oh, da gibt es eigentlich nur eine Lösung und die heißt rein. Oh Gott. Oh Gott. Baby umgebracht. Jetzt da diese Tumorhead verrückte tot ist, hol mich hier raus. Tumorhead. Okay, der Bosskampf, der war wahrscheinlich jetzt einfach nicht so krass wegen. Einfach nur wegen der Shotgun wahrscheinlich. Aber wir gucken uns die auf jeden Fall genauer an, wenn das geht. Geht nicht, scheiße, die liegt echt dumm. Scheiße, wir können die jetzt nicht angucken. Schade. Jo, aber das war. Ich bin gerade wirklich ein kleines bisschen sprachlos, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, weil mich das Spiel tatsächlich mit immer neuerem. Hä? Mit immer neuerem Next Level Shit. Kann ich dir erzählen, dass ich Naoko überrascht. Katagawa bin. Ja. Mein Drecksbruder hat Taryn Calypso beauftragt, alle meine Geschwister zu töten. Ich bin die letzte Überlebende. Du musst wissen, ich bin nicht wie mein Bruder. Er ist ein Psychopath und er will mich tot sehen. Als mir klar wurde, was mein Bruder vorhatte, wollte ich auf Promethea untertauchen. Ich fand einen toten Atlas-Soldaten und habe seine Sachen geklaut. Dann schnappten mich die KDK. Ich muss eine Weile untertauchen. Die meisten Leute hier würden mich allein wegen meines Nachnamens töten. Aber falls du meinen Bruder siehst, verpasst diesem Arschloch eine Kugel von mir. Oh, Tumorhead hat mir auch ein Familienerbstück gestohlen. Ich will es nicht mehr. Du kannst es haben, Kammerjäger. Nichts für ungut, aber ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Im Ernst. Eine epische Sniper. Hm, sexy. Okay, mit dem Ding können wir jetzt gerade wahrscheinlich nichts anfangen, aber unser Inventar ist jetzt eh ein Überslot. Das heißt, wir brauchen nicht mal
irgendwas rauszuschmeißen, weil wir sonst auf jeden Fall ein dickes Minusgeschäft machen. Ist das das Ding, ja? Das ist eine Laserwaffe, oder? Das sieht mir halt echt stark nach einer Laserwaffe aus. Die markieren wir uns. So, jetzt wird hier auch nochmal kurz abmarkiert. Also ich muss sagen, ohne Scheiß, das Game hat mich gerade das erste Mal so richtig sprachlos gemacht. Weil halt einfach viel zu viel... Es war gerade für kurze Zeit viel zu viel. Auch wenn es sich dumm anhört, es war gerade wirklich viel zu viel. Da war viel zu viel krasser Scheiß am Start. Aber was ich mir halt frage, wir kommen hier unten wahrscheinlich noch nicht rein. Oder? Ich weiß es nicht. Da gehen wir auf jeden Fall noch hin und gucken. Und da hinten, aber da kommen wir nicht rein. Und das nervt mich wirklich an mit diesen Nebenquests. Denn ich kann hier nachlesen, was und wie ich will. Es gibt noch... Null. Es gibt keinen Artikel dazu, dass diese Nebenquests irgendwie wegploppen oder wegfallen aus irgendeinem Grund. Deshalb gehe ich wirklich sehr stark davon aus, dass man einfach ein und dieselbe Nebenquest jetzt halt an vier verschiedenen Orten annehmen konnte. Davon gehe ich jetzt einfach mal schwer aus. Hier, nee, ich sehe eigentlich hier überhaupt keinen Grund hier zu fighten. Und trotzdem. Verschwinden. Egal. Weg. Du bist nicht von hier. Ja, lauf natürlich direkt in den nächsten Haufen rein. Umdrehen müssen wir. So. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. So. Ich habe keine Ahnung, also wenn irgendjemand da draußen was wissen soll. Und inshallah, ich hoffe da auf den Zero Star. Dass du mir vielleicht sagen kannst, was zum Teufel hier los ist. Weil, das check ich nicht. So, und wo geht's jetzt da runter? Das ist jetzt die Frage. Hier. Okay, also geradeaus weiter. Okay, geradeaus weiter. Weil dann hätten wir das Stückchen auch noch erkundet. Und dann wird's halt eng. Weil dann muss es ja so sein, dass die irgendwie aus irgendeinem Grund verschwinden. Vielleicht ist die Lösung auch so wie immer einfach zu simpel und ich check's einfach mal wieder nicht. Das möchte ich nicht ausschließen. So, jetzt machen wir hier erstmal noch volle Aufdeckarbeit. Musi ist auf jeden Fall wieder ganz stark am Farmen, man sieht. Einmal heiß und fertig! Oh lol! Sieh hier meinen Plan an! Nicht zu links! Ei. Komm, wir gehen hier wieder mit der Shotgun durch. Alles andere hat nicht ganz weg. Ein neues Kapitel in der Saga! Aua! Das ist irgendwie ein Rätsel. Junge, mach deine Arsch zu. So. Was verändert sich hier? Ah, pass auf, guck mal. Hier die Bildschirme, oder? Verändern sich hier die Bildschirme? Okay, ich denke mal, wir müssen alle anmachen. Werde ich glaube von dem Punkt jetzt aus an vorspulen. Ja, bitte geht's weg. Okay, da haben wir ihn. One Punch. Wir brauchen alle mal einen Freund. Ja gut, okay. Dann werden wir dich mal beenden, Junge. Ganz klar. Okay.
war krass. Aber gedroppt hat er nichts. Also, ob's das jetzt wert war? Aber hier wird er auf jeden Fall angelehnt an Borderlands 2. Richtig sexy. Aber, ja gut, ich meine, okay, wir haben jetzt hier einen kleinen Mini-Boss-Gegner getriggert, okay, aber, und der war auch richtig krass, also der hat uns halt gewonnen-punched, der heißt ja auch One-Punch-Man, also macht Sinn. Aber so worth war das jetzt halt überhaupt nicht. Also, und wir müssen jetzt hier noch das Eckchen angucken, aber ich denke, da wird es nicht mehr viel geben. Ja, genau, und dann waren wir hier schon mal tatsächlich. Und dann bin ich wie immer gerade aktuell lost und lasse an dem Roboter raus. Komplett verdient. Jetzt müssen wir da wieder hoch. Und dann gucken wir nochmal hier hinter. Und dann weiß ich gerade nicht, was wir machen. Um ehrlich zu sein. Weil das mich halt mit den Nebenquests einfach gerade sowas von beschäftigt. Und auch nicht wirklich loslässt. Und wenn die Folge rum ist, dann werde ich auch erstmal wieder Aufnahmepause machen und hoffen, dass irgendjemand was darüber weiß. Okay, das ist jetzt die absolut falsche Richtung. Wir gehen jetzt hier längs. Bisschen. Ist da was drauf? Okay, ne, sah nur so aus. Ich glaube, wenn wir da runter springen, sind wir tot. Das wird out of map sein, dann werden wir gelasert. Das wollen wir nicht. So. Okay, bei ihm in der Arena waren wir ja schon, aber nicht in dem Nebending. Okay, warte, pass auf, wir nehmen hier nochmal die Munition mit. Also, und ich meine aber im Zweifelsfall, wenn wir die Mission einfach nicht mehr kriegen, dann ist das so. Dann können wir halt einfach nichts machen, dann ist das nochmal so, ja. Ja, aber jetzt, das Kämpfen, das reicht jetzt hier langsam. Weil dann werden wir einfach Athena ansteuern und dann hat sie. Ja, ist ja jetzt gut. Mach da ja auch zu, mach die aus meiner Leitung kaputt, ey. Komm doch näher! Du auch! Schaute, so. Und jetzt gucken wir mal. Ah, man kann rein. Ich weiß noch nicht, ob man auch da ankommt, wo man ankommen möchte. Aber man kann hier rein. Ich weiß nicht, ob ich fit dafür bin. Oh Gott. Oh. Verdammt! Du siehst gut aus, ey, Junge! Tödlich! Ah. Oh Gott! Das müsste jetzt kurz sein, den müssen wir jetzt kurz umbollern, Alter. Okay, mit der Shotgun. Oh, wenn die nicht immer so weglatschen würden und ich sie dann dadurch nicht treffen würde, wäre das halt schon echt angenehm. Aber so ist es halt nicht jetzt. Oh, das ist scheiße. Zack. So, Junge, jetzt brauche ich ein bisschen Munition. Mach mal an das Ding. Ich darf mit der Pump nicht mehr auf die Typen schießen. Das ist ja unnormal. So, und jetzt stirbt. Danke. Ich darf mit der Pump da nicht drauf schießen. Oh, da ist was Goldenes. Oh mein Gott. Das ist gerade auf dem Minimap gesehen. Oh, der Aim, Alter, ist ja so schlecht, Mann. Oh. Oh. Gold! Sein gerechtes Ende. Schwur in der Hölle. Oh mein Gott. Das ist geil. Okay, dafür schmeiße ich definitiv ein paar Sachen raus. Also tschüss. Tschüss. So. Und das ersetzt halt jetzt perfekt die hier. Kennt man die? Diktator.
Der Stormy Diktator. Ja, aber war es das jetzt hier schon? War das jetzt einfach nur hier die Typen oder kommt da jetzt noch was? Nö, da kommt anscheinend gar nichts mehr. Es ist abgehakt. Warte mal, lass uns mal kurz auf die Map schauen. Was war denn das? Ach, das war der Richter. Ah, okay, 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 okay. I see. Ja, gut. Hätten wir. Easy. Jetzt sind wir bei 20 Minuten. Jetzt nur, ja, gut, ein bisschen mehr, weil ich habe ein bisschen beim Rätsel probieren. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir jetzt noch machen, weil jetzt ist hier clear. Ja? Es ist alles geholt, was zu holen ist. Es ist nichts mehr unerforscht. Lass mal schnell, ich würd noch mal wirklich gerne, einfach nur noch mal gerne checken, ob dieser Boss da ist, ob der da ist. Wenn man jetzt noch mal gegen den fighten könnte. Ja. Okay, das machen wir aber im Schnelldurchlauf kurz, ja. Ach stimmt, das war ja der Trottel, der wo da immun ist gegen die Scheiße, gell? Ja. Aber machen wir einfach im Schnelldurchlauf. Ja, das ist nicht weniger gut. Soll auch da drin stehen vielleicht. Trotzdem. Jawohl, oh, ist gefloppt. Ach du Widerlicher. Na gut. Okay, ja wurscht. Dann gehen wir da raus. Aber wir nehmen natürlich die Kisten mit, wenn es hier gibt. Und ah, das ist schon wieder so ein Ding, okay. Komm, ist da was drin? Ah, nee, schade. Okay, jo, dann sehen wir uns gleich im Sanctuary wieder. So, jawohl, da sind wir. Wir haben alle Waffen verkauft. Wir sind wieder bei Lilith im Sanctuary und wir benutzen. Ne, wir machen jetzt hier nach Athenas. Abfahrt. Nice. Vor allem, sie läuft ja ganz normal. Pfium, einfach mal hier kurz Schallmauer durchbrochen, was weiß ich. Boah, ich hoffe, man hört das wirklich. Oh. Schon wieder Mullywarn. Die Kerle sind unerbittlich. Landekapsel bereit, wenn du es bist, KJ. Ja, ja, alles klar. Ich komme, Ellie, ich komme. Yippie. Ein von einer seelensaugenden Sirene angeführter Banditenkult. Firmenkrieger auf Promethea. Wir stecken in der Scheiße, Amigo. Kein Zweifel. Tritt einfach weiter für Lil in Ärsche. Oh.
Irgendjemand muss ja. Hüpf rein, wenn du soweit bist. Perfekt, wir hüpfen rein. Athenas. Wow. Also der Ladebildschirm, der ist schon vielversprechend. Warte mal, ich halte mich mal bereit, falls ich mich ausblenden muss. Aber der Ladebildschirm, der ist vielversprechend. Na, dann zeig mal her. Dieser Ladebildschirm ist so toll, der ist so toll, der ist so... Die werden da einfach reingeportet. Trifft dich mit Maya. Da bist du ja. Passend für den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Maliwan-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Voll nice. Voll nice. Ich freue mich übel auf Maya. Aber... Was ist hier? Gar nichts. Nice. Hier wahrscheinlich auch nicht. Nee, das ist nichts. Okay. Dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, in der nächsten Episode von Borderlands 3 gehen wir direkt Maya suchen. Meine lieben Freunde, ich danke wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch, by the way, ein frohes neues Jahr. Scheiße. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch was. Bleibt sauber. Haut rein, bis dann. Tschüss.